wie unangenehm uns alles ist, was mit der Menstruation zusammenhängt, oder? Es ist uns so wahnsinnig unangenehm. Es ist so witzig, das sind Frauen wieder so paradox, oder? Auf der einen Seite sind wir alle so, hey, es ist 2022, ich bin so fucking emanzipiert. Ist mir so scheißegal, was die Leute denken. Ich mach, was ich will, ich bums, wen ich will, ist mir alles scheißegal. Ey, aber Tampons geben wir uns untereinander immer noch so, als wäre es Scheißheroin, oder? Ey, wie wir uns Tampons zustecken, das kriegt kein Mensch mit. Ne? Niemand. Das kriegt niemand mit. Da achten wir drauf, dass das niemand mitbekommt. Schon mal gesehen, wie sich Frauen Tampons geben? Natürlich nicht. Ja, wir sind Ninjas. Mein Gott, wir wären so gute Koks-Dealer geworden, oder? Wie viele Talente wir einfach brach liegen lassen. Wirklich, weil es uns so unangenehm ist, entwickeln wir diese Talente. Alter, ich könnte hier von der Bühne bis in die letzte Reihe, könnte ich einen super Plus durchgeben, würde niemand mitbekommen. Niemand! Wirklich, ey, es ist uns alles so wahnsinnig unangenehm. Wir würden noch nicht mal eine andere Frau nach einem Tampon fragen, wenn wir einen brauchen, wenn andere lebende, atmende Menschen im Raum sind. Oder? Wir würden niemals sagen so, hey, Sibylle! Sibylle, hast du einen Tampon? Ein Tampon, ich blute wie ein Schwein. Wie, welche Größe? Das dickste, was du hast, erster Tag. Schmeiß, ich fang das Biest. Vor allen Leuten, schmeiß. Ey, wir würden doch nicht mal, wenn wir aufs Klo gehen, den Tampon in die hintere Hosentasche stecken, weil wir dann wüssten, das zeichnet es sich ab. Nein, ihr seht etwas, was wir vorhaben. Niemals würden wir offen nach einem Tampon fragen, oder? Die Wahrheit ist, was wir machen, wir würden zunächst versuchen, in diesem Raum die Aufmerksamkeit der anderen Frau nonverbal zu erhaschen, indem wir sie zunächst bedeutungsvoll anstarren. Sibylle. Menstruieren, niemand. Aber was ich ja geil finde, ist, wie Frauen untereinander nonverbal kommunizieren können, oder? Ey, manchmal habe ich das Gefühl, zwischen allen Frauen gibt es so eine Art unsichtbares Band. So, wir haben so eine unsichtbare Verbindung, wie so eine übersinnliche Fähigkeit. Ich finde, Frauen, weißt du, ich habe schon, was Frauen alles raffen, ich habe schon mit Frauen nonverbal kommuniziert, in Räumen, auf Partys, stundenlang, ohne ein Wort zu sagen. Oder? Und dann kommt man raus aus dem Raum und sagt nur, hast du gesehen, hab ich, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist doch so krass. Welcome to Pussy Nation.